Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Guten Morgen, Sebastian. Endlich, ein wenig schwerer Regen. Das sonnige Wetter langweilt mich schnell. Okay, können wir knutschen? Können wir knutschen, Sebastian? Ja, oh, wie schön. Das freut mich. Und es ist Mittwoch, der 17. Wir haben Post. Hallo mein Freund, der Bergsee war mir in letzter Zeit wohlgesonnen. Ich würde gerne mein Glück mit dir teilen, Linus. Das ist sehr nett von dir, ein Katzenfisch. Da werde ich direkt mal nachschauen, ob wir davon denn noch welche haben. Ein Katzenfisch sieht gerade auf den ersten Blick nicht so aus, deshalb packe ich den einfach mal da rein. Und wir haben keine Quest, wir haben gar nichts. Aber wir haben ein paar Artischocken, die fertig sind. Oh, das ist ja richtig schön. Sind das unsere ersten? Nee, Quatsch. Nee, ist das schon der 17. Das müssten unsere zweiten sein. Würde ich jetzt mal so sagen. So, das hier ist noch nicht fertig. Hier sind noch mehr Artischocken. Und ein paar Weintrauben sind auch wieder fertig. Und ich würde ganz gerne heute mal wieder richtig viele Geschenke rumbringen. Wenn ich jetzt hier so die Weintrauben sehe, dann eventuell für Vincent, für Jess, für Caroline endlich mal wieder. Und ja, wir haben ja sonst sowieso nichts zu tun. Ich hoffe, dass dann bei Pierre wenigstens eine Quest aushängt. Ansonsten würde ich vielleicht auch ganz gerne noch ein bisschen Hartholz sammeln. Denn das können wir ja früher oder später immer ganz gut gebrauchen. Also das ist noch fertig, das ist fertig. Und hier oben ist auch noch ein bisschen Mais fertig, da auch noch. Und die beiden auch noch. Alles klar, was sagt das Inventar? Ja, das geht doch noch. Schere habe ich dabei. Warum habe ich die Barren dabei? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und zum guten Clint gehen wir auch auf jeden Fall. Das hier nehme ich dann eventuell gleich noch mit. Ja, die Tiere bleiben heute im Haus. Bei dem nicht so schönen Wetter. So, ich habe euch alle lieb und ihr habt ganz viele tolle Eier gelegt. Das finde ich ganz fantastisch. Leider keine Entenfeder dabei, aber na gut. So, das nehmen wir mit. Du gehst mal bitte aus dem Weg, wer auch immer du bist. Ich weiß es nicht. Ei Nummer 2, Ei Nummer 3 und Ei Nummer 4. Da fehlt tatsächlich eins, ne? Sonst hat doch immer jeder eins für mich. Aber gut. Dann eben heute nicht. Soll ich das mal wegmachen? Das ist hier gerade nicht so schön, oder? Ach, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, ein bisschen Käse ist fertig. Das ist wunderbar. Wer hat hier heute wieder Milch für mich? Und vor allem, wer hat eine große Milch? Das ist am wichtigsten. Da haben wir eine normale. Tello oder Focaccia. Auf jeden Fall eine große. Das ist schön. Lasagne hat auch eine große. Dann hast du keine. Und was ist mit dir? Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich schon viel, viel besser an. Auch eine große Milch. Ach, schön. So, Käse nehmen wir mit und dann kommt die kleine Milch da rein. Hier einmal die Ziegenmilch, da die große normale Milch und hier auch nochmal die große Milch. So. So, der Kübel kommt weg. Und ja, da muss ich mal schauen. Heute ist Mittwoch. Bedeutet, Pierre hat auf. Der hat jetzt 7 Tage in der Woche auf. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass dieses Event mit Abigail wohl noch gar nicht das Richtige war. Sie hat ja geschrieben, komm nach 20 Uhr oder so in mein Zimmer. Aber das Event mit dem Friedhof, das ist grundsätzlich immer davor. Und das bedeutet, dass uns jetzt eigentlich das eine Event mit Abigail noch fehlt. Das Problem ist trotzdem nach wie vor, dass ich nicht so wirklich weiß, ach, ich wollte die Schere wegbringen, ist egal, dass ich nicht so wirklich weiß, wie das gemeint ist. Denn wir können ja nur bis 17 Uhr bei Pierre wirklich rein. Also ich bin mir da nicht ganz so sicher. Und ich möchte auch wieder ungern da die ganze Zeit irgendwie vertrödeln. So, haben wir jetzt noch einen Trüffel dabei? Nee, haben wir nicht. Okay. So, Ostwind, ich steige auf jeden Fall schon mal auf. Dann flitzen wir nämlich gleich in die Stadt. Oder aber eventuell vorher noch zum... was würde ich sagen? Zum Wald, genau. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Mais verkaufe ich jetzt. Das ist mir so egal. Ganz ehrlich, die verkaufe ich auch. Das kommt weg. Honig kommt jetzt auch weg. Stoff kommt weg. Ach ja, ich hatte keinen Platz mehr. Stimmt. So, Diamanten haben wir auch nicht mehr. Leute, wir müssen mal wieder in die Mine gehen. Wir müssen echt mal wieder in die Mine gehen. Vielleicht mache ich das heute. Dann gehe ich aber in die andere Mine, würde ich jetzt mal so sagen. Passt mal auf. Was haben wir denn hier noch? Hier kommen die auf jeden Fall rein. Das ist schon mal gut. Und hier kommen die Artischocken rein. Das ist auch schon mal gut. Kürbisse kann ich ja so nicht futtern. Ne? Amaranth. Ich überlege, was ich dann mitnehme. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Geschenke rumbringen und zusätzlich noch in die Kaliko-Wüste, in die Mine. Ich weiß ja nicht. Das nehme ich jetzt mal mit. Die Entenfeder nehme ich jetzt einfach mal mit. Ziegenkäse nehmen wir mit. Dann noch ein helles Bier. Dann gucke ich mal eben kurz in der Pflanzenkiste, was wir da noch haben. Wir nehmen 2 Edelwicken mit. Wir nehmen einmal den Lauch mit. Das hier spare ich mir jetzt mal, oder? Vielleicht gehen wir gleich doch noch zum Zauberer und dann doch nicht in die Mine. Ich weiß ja nicht. Das nehme ich jetzt noch mit. Und was nehme ich hier mit? Eine Sonnenblume kommt mit. Dann eine Tulpe, dann eine Feenrose. Und das wird doch erstmal in Ordnung sein, oder? Ja, komm, dann reiten wir jetzt ausnahmsweise mal
zum Zauberer, gehen in den Wald, hacken da ein bisschen Hartholz. Und dann kann ich auch eventuell morgen noch in die Mine. Da würde ich dann schon echt ganz gern in die Wüste, weil, ganz ehrlich, was sollen wir hier in der Mine noch, ne? Klar, für Eisenerz und so ist das ganz gut. Aber ich hätte da jetzt so nach und nach gerne natürlich die wertvollen Dinge und würde auch gerne gegen die etwas stärkeren Gegner kämpfen, damit wir da beim Kampf auch endlich mal aufsteigen. Darauf warte ich ja immer noch, seit Ewigkeiten. Aber okay. So, hier jetzt erstmal wieder ein bisschen Hartholz, dass wir das auf jeden Fall noch ein wenig aufstocken. Denn ich glaube, für die Hauserweiterung brauchen wir 150, ne? Das ist echt nicht wenig und es wäre wirklich gut, wenn ich hier jeden Tag hingehen würde. Das Problem ist einfach, ich verpeile das auch oft, ne? Oder denke mir dann, ach ja, nee, jetzt ist das gerade wichtiger und das noch wichtiger. Ja, komm, den einen Pilz lasse ich mal da. Hier tummeln sich jetzt ganz schön viele Gegner, kann es sein? Sind das irgendwie mehr geworden? Na, guck mal her, du kleiner fieser Blauer, ich sehe dich nicht. Kann ich dich hier hinlocken? Das finde ich total super. Kommst du? Nee, anscheinend kommt er nicht. Okay, dann vielleicht gleich auf dem Rückweg. So, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wo bist du, kleiner Blauer? Ich sehe dich. Bist du tot? Ja. Schleim und Harz haben wir bekommen. Okay. Da ist noch ein Grüner. So, weg mit dir. Habe ich jetzt überhaupt... Ja, habe ich. Wollte gerade sagen, habe ich jetzt überhaupt den Pilz mitgenommen? Aber ja. Dann gehen wir mal wieder zum Zauberer Rasmodius. Und vielleicht, wenn ich schon mal da bin... Ach, da kommt Ostwind wieder nicht durch, ne? Wenn ich schon mal da bin, kann ich vielleicht doch mal wieder der überteuerten Hutmaus einen Besuch abstatten. Vielleicht hat die irgendwas Tolles im Angebot, sag mal Ostwind. Muss ja nicht durch. Irgendwas Tolles für 1000, was ich dann doch mal ausnahmsweise haben möchte. So, mein lieber Zauberer, ich habe da etwas. Ich weiß, ich war schon lange nicht mehr da. Ah, ich fühle eine mächtige arkane Energie. Das wird mir in meinen Studien nützlich werden. Vielen Dank. Stürmische Tage sind die einzigen Momente, in denen ich mit gewissen Elementaren kommunizieren kann. Okay. Okay, dann mach das. Dann kommuniziere hier gerne weiter mit wem auch immer. So, Hutmaus. Komme ich mit Ostwind zu dir, ohne dass der hier irgendwie feststeckt? Das wäre ganz schön. Hier komme ich durch. Ich bin total falsch. Hutmaus ist hier unten, ne? Oder? Ja, natürlich. So, wehe, die Hutmaus hat nichts im Angebot. Ich finde ja den Haarreifen ganz schön, also diese kleine Schleife, aber wer weiß, vielleicht gibt es auch mal irgendetwas Neues. So, gute alte Kappe, coole Kappe, glücksbringende Schleife. Ja, das Grün passt jetzt nicht unbedingt. Schmetterlingsschleife passt auch nicht so gut zum Outfit. Mauseohren, Katzenohren, da bin ich gar nicht, also da bin ich gar kein Freund von. Tiara, Ohrenschützer, nie. Gänseblümchen, ja, sollen wir mal das Gänseblümchen nehmen? Das möchte ich doch schon ewig haben. Blaue Mütze, nee. Hühnermaske, nee. Wisst ihr was? Ich schnappe mir jetzt für 1000 einfach mal das Gänseblümchen. Warum eigentlich nicht? Vielen, vielen Dank, liebe Hutmaus. Ach so, kannst du da mal bitte rausgehen? Genau. Und dann schnappe ich mir, wo ist es denn? Da ist das Gänseblümchen. Ach ja, ganz süß. Mal ein bisschen Abwechslung. Wie sieht's aus von vorne? Ach ja, das geht schon. Kann man schon mal machen. So, was wollte ich machen? Ich wollte Geschenke rumbringen. Ich wollte zu Pierre und heute Abend schauen, wie das mit Abigail so aussieht. Und ich habe jetzt gar nicht nachgezählt, wie viele Artischockenfelder habe ich abgeerntet. 3 oder 2? Da bin ich mir gerade nicht so sicher. So, Mani, bei dir können wir sowieso nichts machen. Pepperoni habe ich jetzt auch nicht dabei. Lea, hey, ich habe was für dich. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke dir. Ja, bitteschön, sollen wir noch ein bisschen quatschen? Vielleicht sollte ich heute etwas Neues und Aufregendes kochen. Etwas Scharfes. Oho. Oho, Lea, wie sieht's denn eigentlich aus mit uns? Vincent, Elliot, Abigail, okay, Robin, Jody. Ach ja, Jody, dich habe ich wieder vernachlässigt. Es tut mir so leid. Echt jetzt, ich brauche unbedingt Diamanten. So, wir können gucken, ob Jess da ist. Es ist Mittwoch. Ja, gut. Oh, oh, Event mit wem? Mit Mani? Oder mit Jess? Oder Shane? Hallo Shane, du siehst heute ungewohnt glücklich aus. Da hast du recht. Ich habe mich nicht mehr so unbeschwert gefühlt, seit ich ein Kind war. Lass mich raten, bei Gas gab es einen Ausverkauf von Dosenbier? Der trinkt doch gar nicht mehr. Guter Witz. Nein, tatsächlich habe ich nur Sprudelwasser anstatt Bier getrunken. Und ich fühle mich großartig. Weißt du, manchmal vergesse ich, dass ich wirklich Freunde habe. Menschen, denen ich wichtig bin. Und es ist in Ordnung, dass ich mich auf sie verlasse. Es lässt mich nicht schwach erscheinen. Er sieht gut aus. Hallo Jess, ich habe etwas für dich.
Hasenjuwelenhausschuhe. Aber die sind so teuer. Wie konntest du dir die leisten? Ich habe eine kostspielige Angewohnheit abgelegt. Ich habe jetzt viel mehr Geld zum Ausgeben. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Das freut mich total. So, Jazz, wo habe ich jetzt deine Feenrose? Bekommst du direkt noch ein Geschenk? Wow, danke dir. Ja, bitteschön. Shane, können wir noch ein bisschen quatschen? Dieses Wetter macht mich durstig. Ja, aber du trinkst bitte nur Wasser. So, für dich habe ich nichts, für Mani habe ich nichts. Deshalb würde ich sagen, hau ich auch direkt wieder ab. Aber wie schön das jetzt war, ganz ehrlich. Ach, Shane. Ist ja doch ein Toller. Bei ihm freue ich mich auch auf die nächsten Events, die da so anstehen. So, habe ich irgendetwas für irgendjemanden hier? Ja, für Kent. Für Vincent? Jetzt habe ich gar nichts für Vincent mitgenommen. Och Mann, ich wollte doch eine Weintraube geben. Hey, also das ist ein wirklich großartiges Geschenk. Danke. Ja, bitteschön. Ich quatsche mal mit Jody. Ich wünschte, ich könnte mehr Zeit draußen verbringen, aber es gibt so viel Arbeit zu erledigen. Ich will nach Käfern suchen, aber Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich nur tun? Was sagt Sam? Der Regen dämpft alle Geräusche, also kann ich lauter Gitarre spielen, ohne dass meine Mutter sauer wird. Für den hätte ich auch was mitnehmen können. Shane, gehst du bitte? Gehst du bitte aus dem Weg? Das wäre total schön. So, hier habe ich nur was für Haley. Habe ich eigentlich generell noch Smaragde? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne? Ich habe schon ewig nichts mehr in meiner Kristallmaschine da drin gehabt. Ich würde da gerne Diamanten reinpacken. Oh, das mag ich am liebsten. Ich habe den ganzen Morgen meine Haare gemacht und jetzt wird der Regen sie sicher ruinieren. Dann bleib doch einfach den ganzen Tag zu Hause. Oder setz dir eine Mütze auf, obwohl, nee, da ist sie wahrscheinlich auch nicht der Typ für. So, Entenfeder haben wir, Bier haben wir, Edelwicken haben wir, da ist nur Sam, okay. Dann flitze ich mal eben kurz runter, für Bürgermeister Lewis habe ich jetzt nichts. Nee, Moment, wir gehen als allererstes zu Clint. Das hat nämlich beim letzten Mal schon nicht funktioniert. Da hatte er schon geschlossen, dann würde ich ihm nämlich gerne eine Omnigeode schenken. Und die anderen kann er dann für mich öffnen. So, Clint, mein Lieber. Ja, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Jo, bitteschön. Und den Rest kannst du jetzt gerne öffnen, Geode aufbrechen. Bitte lass mal was Tolles drin sein, das kennen wir aber schon. Würde ich jetzt so sagen, ja, Lehm ist okay, passt schon. Was ist das? Zwergischer Helm, ah, ich glaube, den hatten wir auch schon, ne? Also, ja, diese Kristalle sind erstaunlich leicht. Ja, super, den hatten wir schon. Und das andere war Lehm. Ja, okay, gut, Clint. Trotzdem, vielen Dank für deine Mühe, die du dir gemacht hast. Da muss ich nicht unbedingt hin, obwohl, vielleicht hängt Elliot da rum. Könnte das sein? Hier hängt niemand rum, okay. Außer der Gunther, der da wieder die ganze Zeit alleine rumsteht. Ach ja. Da fiel mir übrigens auf, also jetzt gerade fällt es mir auf, wie lange ich eigentlich schon Stardew Valley spiele. Also wir sind bei Folge 95 oder so. 95 Tage, wie krass ist das bitte? Wenn ich jetzt bedenke, dass, Moment, ich quatsche erstmal. Lilly, das ist ein wunderschönes Geschenk. Danke dir. Manchmal, wenn ich im Bett liege, kann ich ein Nebelhorn in der Ferne hören, das durch den Nebel hallt. Ja, aber wenn ich aus dem Fenster sehe, erkenne ich nur einen grauen Schleier. Okay, ist okay, Elliot. Nee, was ich sagen wollte, ich kam gerade darauf, weil mir einfiel, als ich den Namen Gunther sagte, dass ich vor Ewigkeiten erzählt habe, ich habe jemanden im realen Leben kennengelernt, der Gunther heißt, und da musste ich hier an den Gunther denken. Und das war auf einer Party und mir kam jetzt gerade so in den Sinn, oh mein Gott, ist das schon lange her. Krass, wie lange ich schon Stardew Valley spiele. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang gesagt habe, ja, mal gucken, wie lange das geht. Vielleicht werden es nur 10, 15 Folgen, je nachdem, wie lange ich Bock habe. Und jetzt sind wir schon bei 95 Folgen. Das ist schon eine Hausnummer. So, das kommt mit. Was ist es? Ja, natürlich wieder ein bisschen Lehm. So, also, ich habe jetzt noch Edelwicken. Ich habe noch ein bisschen was Eingelegtes. Und ich hätte noch den Lauch. Alles klar, eine Muschel ist jetzt nicht so das optimale Geschenk. Und ich hätte eine Tulpe und ich habe mal wieder für Caroline was vergessen, ne? Wem wollte ich denn die Tulpe schenken? Wer mochte denn Tulpen noch? Wer war das denn noch? Irgendjemand? War das Robin? Nee, Robin war das nicht. Ich weiß es nicht. So, für dich habe ich jetzt auch kein Ei und nichts dabei. Jetzt wollte ich erstmal hier kurz schauen. Geburtstag, das habe ich ja verpasst. Das hatten wir. Mani hat morgen und wir haben keinen Diamant. Und du möchtest eine Höhlenkarotte. Ja, das kriegen wir hin. Moment, lass uns nochmal eben kurz gucken. Pinke Torte. Da könnte ich mal nachschauen, ob wir da noch eine in der Truhe haben. Nee, ich habe jetzt hier nichts für Abigail und gar nichts, ne? Oh, Mann. Wow, da ging der Tag aber heute super schnell rum, oder? Würde ich jetzt mal so sagen, so, da ist George. Das habe ich am liebsten. Danke dir. Jo, bitte.
bitteschön. Und für dich eine Edelwicke. Ach du meine Güte, das sieht wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir. Ach, ich wollte doch jetzt noch... Es ist schon 17 Uhr. Ich wollte doch noch ein bisschen was kaufen bei Pierre. Da ist Penny. Für die habe ich auch nichts. Wir können mal reingehen. Eventuell startet ihr ein Event oder so. Nee, und Pam ist auch nicht da. Aber wir könnten ein bisschen quatschen. Die Regentropfen sind auf dem Metalldach unseres Wohnwagens wirklich laut. Es ist aber beruhigend. Ach ja. Ja, Pam ist wahrscheinlich noch an der Bushaltestelle, ne? So, da haben wir jetzt, abgesehen vom Geschenke rumbringen, heute nicht wirklich was Effektives gemacht. Wir haben nichts für Gus, wenn er in der Bar ist. Wir haben nichts für Emily, falls sie in der Bar ist. Ich könnte, ach, da ist Pam, ich könnte die Höhlenkarotte noch holen und Linus suchen. Hey, hey, also das ist mal wirklich was. Tausend Dank, Kindchen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also ich würde jetzt erstmal gerne zur Farm gehen und da noch ein bisschen was wegpacken. Den Kram nehme ich jetzt auch noch mit. Wem wollte ich denn die Tulpe schenken? Wer mag denn noch mal Blumen? Irgendwer mag doch noch Blumen. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr so intensiv gemacht mit den Geschenken. Deshalb habe ich schon gar keine Ahnung mehr. Aber okay, also das verkaufen wir, das verkaufen wir. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann von mir aus auch weg. Der Kram kommt jetzt auch weg. Steine nicht unbedingt. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und dann würde ich sagen, Hartholz packen wir da rein. Haben jetzt 68. Okay, dann kann ich das wundervolle Stirnband jetzt auf jeden Fall mal wegpacken. Der Kram kann ja da bleiben für morgen eventuell. Ich möchte es aber trotzdem ganz gerne mit Abigail jetzt noch mal gleich probieren. Wo hatten wir Höhlenkarotte? Da haben wir Höhlenkarotte. Nehme ich denn jetzt noch was anderes mit? Oh, ich weiß, diese nervigen Geräusche hier, ne? Ja, und Smaragd hätten wir sogar noch. Wir haben eine gefrorene Träne für... Wie heißt er? Ich weiß es nicht. Für Sebastian. Da haben wir eine Kaktusfrucht. Kann ich mal mitnehmen, falls die Jungs da heute Abend noch in der Bar sind. Vincent werden wir vermutlich nicht mehr antreffen. So, dann gucke ich jetzt, wo Linus ist. Ob der irgendwo oben rumsteht, dass wir das auf jeden Fall schon mal abschließen. Dann gehe ich nochmal runter, gucke, was hier sonst so stattfindet. Ob wir vielleicht irgendjemanden in der Bar treffen. Und dann versuche ich das Ganze nochmal mit Abigail. Also ich habe mich jetzt nicht informiert, wie das ist mit dem Event. Ich habe es nur vorhin eben in den Kommentaren gelesen. Und es hörte sich relativ logisch an. Denn das Event hatte ja nichts mit ihrem Zimmer zu tun. Also von daher kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Und wir da jetzt noch auf ein Event warten. Linus, ich hoffe, dass du in deinem Zelt bist. Du gehst gerade rein. Ach ja, Linus, ich habe da was für dich. Mein Liebster. Hallo, Lilly. Du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hier ist etwas für deine Mühen. Jo, dankeschön. Ich habe nicht viele Pflichten, also bin ich oft in Gedanken versunken. Och, Linus, wie viel gibst du mir? 75? Ja, ist schon okay. Passt schon. Hauptsache, wir sind Friends forever. So, ich habe nichts für Robin, ich habe nichts für Demetrius, ich habe auch nichts für Maru. Maru ist auch so eine Vernachlässigte. Aber ich glaube, Jody ist mittlerweile die Schlimmste. Also jetzt abgesehen von dem Zwerg und diesem Grobus da in der Kanalisation, ne? Also die jetzt mal komplett außen vor gelassen. Aber da ist Jody echt so eine von den Vernachlässigten. Erst war es echt immer Caroline. Das hat sich dann kurzzeitig gebessert, aber jetzt irgendwie auch nicht so wirklich, ne? So, also, ich habe das für Harvey noch dabei. Ach, das ist ja richtig gut. Das ist für mich. Das mag ich am allerliebsten. Kannst du einfach Gedanken lesen? Jo, so ein bisschen. So, dann haben wir das hier für Sam. Oh yeah, das habe ich besonders gern. Ich weiß. Für Willi habe ich nichts. Für Shane habe ich nichts. So, für Emily habe ich jetzt den Smaragd. Dieses Geschenk ist fabelhaft. Vielen, vielen Dank. Ja, bitteschön. Ja, mit der Blume weiß ich nicht, für wen die sein sollte. Da ist Clint. Dem habe ich was geschenkt. Sam läuft jetzt nach Hause. So, es ist nach 20 Uhr. Kann ich da jetzt... Oh, tatsächlich. Cool. Hey, ich hatte gehofft, dich zu sehen. Ich will dir etwas zeigen. Siehst du das? Mein nettes Geisterbrett. Hast du je eins benutzt? Leg deine Hände mit mir auf die Planchette. Planchette? Jetzt werden die Geister uns leiten. Schau, es bewegt sich. Der erste Buchstabe ist I, C, H. Und jetzt Herz. Wow, so schnell, es buchstabiert etwas. Li? Ich liebe Li? Li?
Da habe ich versehentlich das Brett umgeworfen. Ahaha. Es ist nur ein dummes Spiel. Es bedeutet gar nichts. Ich muss noch etwas erledigen. Du solltest gehen. Entschuldige. Oh, wie süß war das denn? Wie süß war das denn? Kommen wir noch mal rein? Ja, kommen wir. Ach, ich kann jetzt hier die ganze Zeit rein. Ja gut, ich habe ja eh nichts für Caroline. Wie süß war das denn? Also wirklich jetzt? Das war aber ja noch nicht das richtige Event, ne? Das war jetzt nicht das, Marnie, Clint, Penny. Doch, das war das. Ich bin ein bisschen irritiert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beim 8-Herzen-Event haben wir mit Elliot schon geknutscht. Mit Abigail jetzt aber nicht. Obwohl sie uns mehr oder weniger die Liebe jetzt so ein bisschen gestanden hat. Ich habe keine Ahnung. Und wo haben wir, mit wem haben wir denn noch rumgemacht? Mit Penny. Stimmt, mit Penny haben wir ja noch rumgemacht. Wer hat jetzt morgen Geburtstag? Lass uns doch mal schauen. Ach, Ostwind. Mani hat Geburtstag. Okay, pinke Trotte. Ja, das irritiert mich. Wirklich jetzt, bedeutet das, ich muss denen jetzt wirklich noch diesen Blumenstrauß schenken, damit tatsächlich noch die anderen Events kommen? Ich hatte das ja so in den Kommentaren gelesen. Das habt ihr mir ja tatsächlich so geschrieben. Und ich bin davon ausgegangen, ja, das ist auch so. Aber die haben ja trotzdem rumgeknutscht. Also von daher bin ich da ein bisschen irritiert. Aber wir werden sehen. Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Ich weiß doch alles, Sebastian. Du weißt gar nichts. Du weißt gar nicht, dass ich dich zweimal betrogen habe. Und dass mir gerade schon wieder jemand die Liebe gestanden hat. Du bist einfach so unwissend, Sebastian. Und es tut mir so unfassbar leid. So 8300. Oh, nice. Was war denn hier so krass? Trüffelöl. Ach, super. Super, Trüffelöl hat richtig was gebracht. Das freut mich. So, dann haben wir jetzt den 18. Und ich muss direkt nach der pinken Torte gucken, ob ich da eventuell noch eine habe. So, der Hahn kräht. Das Wetter ist schön. Und Sebastian steht hier nicht rum. So, habe ich eine pinke Torte? Ja, habe ich. Alles klar. Dann kommt die direkt mit. Oh. Hi, ich wollte mich nur für gestern entschuldigen. Du verstehst vermutlich, was passiert ist. Okay, tschüss. Oh, oh, süß. Oh, ist das niedlich. Oh, Abigail. Hey, ich habe dieses Ding irgendwo in meinem Schrank gefunden. Dachte, du könntest was damit anfangen. Dankeschön, Pam. Die packe ich erstmal da. Nein, Quatsch, dahin. Oh, wie süß das war, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. So, also, ich kann hier heute wieder einiges bei Pierre kaufen. Ach cool, so viele Kürbisse. Da wird sich doch die Abigail freuen. Die mag sie doch ganz gern. Aber ich muss sagen, ich hätte jetzt auch mal gerne wieder so eine richtige Quest. Aber ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt, die ein bisschen länger dauern. Also im Sinne von Mr. Quee zum Beispiel, was ja doch so eine Zeit lang geht. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es sowas überhaupt noch gibt. So, wie viele Samen haben wir? 8. Oh, das ist ja richtig gut. Wisst ihr was? Wenn wir 8 haben, dann mache ich hier ein komplettes Feld, damit das ein bisschen schöner ist und dann nicht alles so komplett durcheinander. So, was sagt das Inventar? Das sieht noch gut aus. So, das kommt dahin. Dann hoffe ich, dass ich gleich dran denke, die Schere wegzupacken. Das wäre ganz gut. So, Donnerstag. Die Tiere dürfen heute wieder nach draußen. So, ihr habt schöne viele Eier gelegt. Oh, super. Und eine Entenfeder. Da freut sich der Elliot. So, das kommt mit, das kommt mit. Und Moment, Moment, Moment. Da hinten dich habe ich nochmal eben lieb. Und da unten sehe ich noch ein Entenei. So, Mayonnaise. Ach, super. Dann könnte ich eigentlich nochmal nachschauen, was wir für die Trüffelölpressen so brauchen. Weil ganz ehrlich, ist da noch ein Ei? Ach, super. Richtig gut. Weil, ja, wenn das so viel Geld bringt, ich nehme eins für Alex mit, dann ist das schon ziemlich gut, ne? Dass ich da irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag, je nachdem, so zweimal, vielleicht sogar dreimal Öl verkaufen kann. Das wäre schon nice. Das würde mich schon freuen. So, wer hat Milch für mich? Tello, Focaccia, wer auch immer du bist. Du hast eine große, dann habe ich dich nur lieb. Oh, Lasagne, du siehst so niedlich aus von der Seite. Finde ich gerade richtig gut. So, wie ist es hier? Große Milch. Und was ist mit dir? Du gibst auch schon eine große. Oh, das finde ich ja toll. Das freut mich. So, Käse kommt mit. Die da rein und hier sind die anderen beiden. Muss ich gleich mal schauen, wie viele Kürbisse ich noch habe. Ich habe ja jetzt doch schon relativ viele ausgesät. Wir können auch mal ins Gewächshaus gehen, gucken, ob da irgendwas fertig ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich da alles gekauft habe. So, ihr könnt übrigens raus. Und ihr da vorne könnt auch raus.
So, jetzt nicht vergessen, die Schere wegzupacken, damit ich die jetzt nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Ich meine, sie stört ja nicht, aber muss ja trotzdem nicht sein. Ne? Wisst ihr was, das mache ich auch als allererstes. So, wo haben wir sie denn? Das kommt weg. Dann nehmen wir einen davon mit. So, und hier nochmal Liebhaben. Ich lege da auch noch direkt ein bisschen Heu aus. Nicht, dass es in den nächsten Tagen wieder regnet und ihr hier dann nichts zu futtern habt, ihr drei. Ein neues Schwein wäre mal was, ne? Was ist denn heute Donnerstag? Eventuell kaufe ich eins. Also ich meine, wir finden immer schön viele Trüffel. Das ist auch cool, aber warum eigentlich nicht, ne? So ein zweites Schwein. Ist doch ganz schön, damit Salt im Bocker da nicht ganz so alleine ist. Kann ich jetzt schon mal nach dem Namen überlegen. So, die quaken und gackern hier ohne Ende. Apfel wollte ich mitnehmen, Granatapfel wollte ich mitnehmen. Na, komm schon. So, und dann gucken wir mal eben kurz im Gewächshaus. Wobei ich das ja eigentlich in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge erst gemacht habe. Da kann nicht viel fertig sein. Nein, nicht wirklich. Ich könnte noch ein bisschen was kaufen, ne? Da noch die 8, 9, 10, 11, 12 eventuell. Aber ich habe auch keinen Sprinkler mehr. Okay, vielleicht kaufe ich noch 12 oder so. Müssen wir mal schauen. Da ist jetzt gar nichts eingelegt, ne? Können wir Kürbisse einlegen? Eingelegter Kürbis, geht sowas? Ja, das geht sogar. Ach, fantastisch. So, Trüffel habe ich nicht dabei. Ich wollte mal eben kurz gucken, wo haben wir denn? Hartholz 20, Schleim, einen Goldbarren. Könnten wir rein theoretisch machen, ne? Eigentlich dürfte das kein Problem sein. So, jetzt lass uns aber erstmal ein bisschen was verkaufen. So, der Käse kommt weg, das kommt weg. Edelwicke behalte ich, das kommt weg. Und dann kommt das hier noch eben weg. So, dann wollte ich mal schauen, wie viele Kürbisse habe ich eigentlich und vor allem, wo habe ich sie? 12 und 5, das sind ja nicht ganz so viele. Und da nochmal 18. Nee, das sind nicht ganz so viele, dann würde ich die erstmal behalten. Den ganzen Kram nehme ich jetzt mit. 4 Äpfel, den nehme ich mit. Granatapfel habe ich jetzt 6 Stück von. Okay, ja gut, den ganzen Kram nehme ich jetzt mal mit. So, hier hätten wir 3, 4, 5. Sind 40, ein paar zerquetschte. Ja, keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Jetzt nehme ich aber erstmal. Was war das jetzt? Hartholz, Goldbarren. Ach ja, und Schleim war das, glaube ich, noch. Schleim noch ein bisschen, ne? Dass wir da auf jeden Fall, ja, noch eine Trüffelpresse machen. Wir könnten auch 3 machen. Ja, nee, das soll ja nicht, das soll ja nicht ganz so viel werden. Also das weg, Hartholz weg. So, wo habe ich meine Trüffel? Hier habe ich meine Trüffel. So, ein guter und einer davon. Ja, ich denke, das reicht, oder? Wir müssen jetzt hier nicht komplett übertreiben. Dann überlege ich nur, ob ich das mal wieder abreiße. Kann ich die andere Trüffelpresse denn genau daneben stellen? Das wäre doch schon mal gut. Und die einfach mal da so hin. So, kommt da ein Trüffel rein und hier kommt einer rein. So, was habe ich jetzt gerade gesagt? 48 und ein paar zerquetschte oder so. Ich weiß nicht, haben wir denn noch irgendeine Saat hier drin? Wir haben noch einmal gemischte Saat. Ja, komm, nehme ich die einfach mal mit. Das Ding haben wir auch schon ewig nicht mehr aufgestellt. Was war das nochmal? Kohleofen oder so, ne? Haben wir auch nicht unbedingt. Wir gucken mal, wenn wir heute auch keine Quest haben, dann gehe ich heute wirklich in die Wüste. Dann kann ich der Sandy ein bisschen was schenken. Und dann ein bisschen was in der Mine machen, damit wir endlich mal wieder an einen Diamant kommen. Donnerstag. Ja gut, gehen wir gleich eben zu Mani. Hier ist echt nichts. Hier ist echt gar nichts. Ist doch unfassbar. So, da ist Abigail, hier ist Pierre. Ich kaufe jetzt, was kaufe ich denn? Auberginen. Kann mehrmals geerntet werden. 5 Tage ist sinnfrei. 4 davon. Wisst ihr was? Ich kaufe jetzt davon ein bisschen was. Komm, wir kaufen einfach mal 24 davon. Süßkartoffeln sind doch auch mal gut. 10 Tage, 28. Nee, lass uns das mal lieber nicht machen. Preiselbeersaat kann mehrmals geerntet werden. Lass uns doch mal ein paar Preiselbeeren machen, oder? Oder einfach noch ein bisschen Weizen. Komm, Weizen ist auch immer gut. Davon kaufe ich jetzt 24. Komm, wir kaufen mal 30. Dann müsste das doch in Ordnung sein. Jetzt habe ich so viele Geschenke dabei. Unfassbar. So, eben schnell zu Mani flitzen. Hier haben wir jetzt Hayley. Ich weiß nicht, habe ich dir denn schon 2 geschenkt diese Woche? Oh, das mag ich am liebsten. Jo, weiß ich doch. Das weiß ich doch. Mani, da bist du sogar. Ach super, hier ist die pinke Torte. Dann muss ich ja gar nicht zu dir. Warte mal bitte. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Danke. Ja, bitteschön. Jo Leute, 11.40 Uhr, das machen wir. Ich sehe jetzt ein bisschen was aus oder behalte es für später und dann geht es in die Wüste zur Sandy. Ich glaube, die mag ja auch Edelwicken, ne? Da hätten wir noch eine dabei. Gut, ich würde aber trotzdem gerne erst ein bisschen Kram ablagern, vor allem die Saat, die ich jetzt gerade gekauft habe. Nicht, dass ich da drauf gehe, das wäre nicht ganz so cool. So, also das ist wichtig, das kommt weg, das kommt auch mal eben kurz da rein. Alles andere könnte ich rein theoretisch, ach, das kommt auch noch weg.
Das passt jetzt nicht mehr. Nee, pass mal auf, ich verkaufe jetzt die Brombeere. Wer wollte die Tulpe? Ich weiß es nicht. Tulpe Edelwicke. Ja komm, das reicht doch, oder? Die geben auch ein bisschen Gesundheit. Und dann kann ich ja eventuell noch, nee, nicht den Fisch, vielleicht noch einen Ziegenkäse oder so mitnehmen. Ich hoffe, dass wir damit gut gerüstet sind. Es ist jetzt 12.10 Uhr. Wenn wir da den restlichen Tag noch verbringen, wäre das ganz cool. Pam, ich hätte dir auch noch ein Bier schenken können, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich drüber nachgedacht. So, endlich mal wieder in der Wüste. Die Kokosnüsse nehme ich erstmal noch nicht mit. Da möchte ich mir gerade das Inventar nicht voll klatschen. So, also Edelwicke, kommt schon mal dahin. Sandy, meine Liebe, ich habe ein Geschenk für dich. Auch wenn ich deinen Geburtstag vorgestern vergessen habe, was mir sehr leid tut. Obwohl, ehrlich gesagt, habe ich den gar nicht vergessen. Ich wollte einfach nicht hierhin kommen, ne? Oh, ich liebe Geschenke. Ich liebe es, Geschenke aus dem Tal zu bekommen. Ich bin so glücklich. Das freut mich. Hast du was Cooles im Angebot? Rhabarber, Luxus, Geschwindwachs. Haben wir eigentlich noch Dünger in der Kiste? Könnte ich dann auch mal demnächst nutzen, ne? Für irgendwas. Ist eigentlich egal. So, dann geht es jetzt hoffentlich gut ausgerüstet in die Mine. Dann noch ein paar Gegner töten, ein paar wundervolle Erze mitnehmen. Das wäre echt ganz schön. Vor allem Diamanten, Iridium wäre super. Der ganze coole, wertvolle Kram. Wie lange das hier mal dauert mit den Steinen? Da musste ich hier schon dreimal draufhauen. Oder aber zweimal. So, Omnigeoden, Kupfererz. Da ist eine Tasche. Ach, super. Ist da was drin? Kann ich die... Oh, da ist nichts drin. Oh, da ist ja schon Erdloch, wenn wir reinspringen. Ja, natürlich. Natürlich. 8 Ebenen. Oh, wow. Das ist krass. Das ist echt krass. Und hier sind noch ein paar Gegner. Ja, da kommen ja die Kleinen raus. So, Rubine da vorne sind ja schön und gut. Aber trotzdem. Iridium. Oh nein, jetzt auch noch so einer. Und die beiden gehen da irgendwie nicht drauf, ne? Und dann bist du erstmal dran. Jo, sehr schön. Ja, Iridium wäre natürlich schöner und Diamant auch. So, blöder Käfer, nochmal mehr Geoden, das ist schön. Das bedeutet mehr Geschenke für Clint. Hier laufe ich mal ganz geschickt außen rum. Da ist noch ein Gegner, den würde ich auch gerne töten. Aber eigentlich, wie immer, gerne von oben, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Ah, jetzt kommt noch so einer. Gesundheit ist aber noch okay. Ja, dreh dich um, Lilly, dann triffst du die ein bisschen besser. Oh, die hauen da ganz schön rein, ne? Also wirklich, jetzt ja, komm her. Na, komm her. Schaffen wir den denn noch? Ich müsste doch, oder? Oh nein. Oh nein. Komm, hau die schnell kaputt. Ich hoffe, der komische Drache gerät da irgendwie... Oh, oh, kommt da noch einer? Auf jeden Fall haben wir Iridium, das ist geil. Oh Gott, Leute. Uiuiui, stirb. Stirb, stirb, stirb. So, das essen wir ganz, ganz, ganz schnell. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, das hat doch ein bisschen was gebracht. Wie viel Iridium haben wir? Da will ich gleich auf jeden Fall mal nachschauen. Und da ist auch schon Diamant. 4 Iridium. Oh, super. So, du bist jetzt mal dran, mein Freund. Schön in die Ecke gedrängt. Dann klappt das auch gut. Lilly, spinnst du rum? Oder was machst du da? Jo, 2 Diamanten. Die kommen auf jeden Fall in die Kristallmaschine. Da kommt wieder so ein blöder Drache. Ich sehe ihn noch nicht. Noch ist alles ruhig. Keine Spur von der Leiter oder dem Erdloch. Hm. Und vom Drachen auch keine Spur, ne? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ah, da ist er. Hat sich gerade schon fälschlicherweise angekündigt. Jetzt habe ich mich doch irgendwie dran gewöhnt. An diesen roten Rand, dass ich immer sehe, wo ich hinschlag. Was ist denn hier los? Also da ist ein Erdloch, genug Gesundheit haben wir. Dann springen wir doch mal rein. 3 Ebenen. Ja, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Kriege ich euch irgendwie einzeln oder aber direkt komplett zusammen? Schon, Lilly, schön weitermachen. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen, das passt schon. So, 16 Uhr, ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh nein, da kommt ein Drache. Wo bist du? Dann laufe ich hier nämlich noch ein bisschen rum. Schau erstmal, da bist du. Ob ich hier noch irgendwas bauen kann. So. Schattenessenz. Ganz ehrlich, da haben wir auch so viele von. Ich habe das Gefühl, ich brauche die für nichts. Da ist ein bisschen Eisenerz. Ist auch nicht schlecht. Kupfererz. Ja, nicht unbedingt. 3 Stück waren das sogar. Ja, komm, ich nehme es jetzt mit. Dann bahne ich mir hier den Weg. Guck da vorne nochmal eben in die Kiste.
Da ist nochmal Golderz. Ach, wie schön. So, wollen wir die mal kaputt. Was ist drin? Ja, ein bisschen Holz. Kann ja auch nicht schaden. So, 16.40 Uhr. Leiter, Erdblock. Hallo, Lilly. Leiter oder Erdblock wäre total gut. Aber nein, das ist wohl kein besonders guter Tag heute. So, und du bist gleich dran da oben. Du musst mir hier gar nicht zu nahe kommen. Voll Terror. Und ein Iridium-Barren. Oh, super, richtig gut. Dann kann ich ja bald hoffentlich die Iridium-Spitzhacke machen. Das finde ich echt gut. Ich habe übrigens gesehen, ich schaue ja gelegentlich mal so Stardew Valley-Videos, die mir auf YouTube empfohlen werden. Keine Ahnung, irgendwas auf Englisch, wo die besten Tricks und keine Ahnung. Und da habe ich gesehen, und das sogar schon öfter, dass die Leute teilweise auch ein Iridium-Schwert haben. Und ich weiß gar nicht, wie man das bekommt, weil eigentlich, ich kann es ja nicht beim Clint irgendwie aufwerten oder so, ne? Das funktioniert ja nicht. Und damals, als ich privat gespielt habe, hatte ich das auch nicht. Von daher, ich habe mich da aber bis jetzt auch noch nicht erkundigt, wo ich das herbekomme. Ich habe das nur irgendwann gesehen, weil alle das so schön lila am Anfang hatten. Die ersten Plätze war alles immer schön lila aus Iridium. Fand ich ganz cool. Und darunter war dann eben auch das Schwert. Vielleicht ist das auch ein besonderes, was man durch irgendwas bekommt. Ich habe keine Ahnung. So, 18.10 Uhr, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir müssen nur dran denken, dass wir gleich auf der Farm dann noch ein bisschen was einpflanzen. Ich erstmal hier so runter. Da sind Käfer, da ist nochmal so ein dicker mit dem Kleinen drin, hoffentlich. Ja, kommt schon. Ach, zwei Stück. Waren auch schon mal mehr, habe ich das Gefühl. Und teilweise gehen die echt schnell drauf. Manchmal dauert es aber auch, ne? Ich hatte das Gefühl, die gerade eben gingen da um einige schneller. So, komm, nehmen wir noch ein bisschen Kupfererz mit. Passt dann schon zweimal. Ja, ist aber ganz schön leer hier, ne? In Ebene 14, da ist noch ein Gegner, okay. Los, geht drauf. Seht ihr, das sind schon wieder viel mehr. Die lassen sich auch viel schneller töten. So, was haben wir hier? Hier sind ja die Mumien. Oh Mann, die mag ich ja gar nicht, ne? Die mag ich ja gar nicht so wirklich, wobei hier sind gar keine. Was ist da los? Sonst sind das doch hier immer total die Mumien-Ebenen. So, 19.20 Uhr. Ich würde sagen, bis 21 Uhr oder so könnten wir hier bleiben. Oh, da ist eine. Die mag ich ja gar nicht, ne? Deshalb haue ich mal einfach ab. Oh nein, da ist die nächste. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich kann dich ja nicht komplett töten, leider. Außer mit den Bomben, die ich nicht habe, nicht benutze und wie auch immer. So, da haben wir noch ein bisschen Diamant, das ist schön. Oh nein, 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 oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Energie ist noch okay, Gesundheit ist noch okay, Energie nicht so. Lasst uns mal schön hier, dann lasst uns mal schön hier warten. Muss ich nur wirklich die ganze Zeit darauf achten, die Gesundheit hier im Blick zu haben. Nicht, dass ich doch noch einen fatalen Fehler mache. Oh. Wie krass, ne? Aber so steigen wir wenigstens beim Kampf auf. Okay, nimm mal alles mit. Na komm. Na komm. Was hat er denn für Probleme? Ach, das war's hier schon. Ja, komm, dann. Dann gehen wir jetzt. Also wirklich. 20.30 Uhr doch. Ist schon okay. Hm? Dann muss ich aber vermutlich gleich doch noch ein bisschen was essen, ne? Ich denke, das werde ich so nicht hinbekommen mit der Energie. Da oben sind noch kleine Würmchen. Was ist... Nein, Moment. Was ist drin? Was ist das? Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Oh, endlich mal wieder. Leute, das freut mich. Endlich mal wieder was für Gunther. Oh, wie cool. Ich habe echt das Gefühl, das ist schon ewig her, seit wir dem irgendwas gebracht haben. Jo, zurück ins Sterntortal. Ach, wie schön. So, Ostwind, mein treuer Begleiter, hat auf mich gewartet. Und fragt er sich, wo ich war? Nein, er hat einfach nur geduldig auf meine Rückkehr gewartet. Ist auch okay. So, dann würde ich sagen, Inventar ausleeren könnten wir auch morgen machen. Obwohl, mache ich jetzt nochmal eben. Also, das weg, das weg, das kommt weg. Das packe ich jetzt erstmal weg. Ich glaube, ich kümmere mich dann... Nee, das bleibt hier. Ich kümmere mich dann morgen um die Maschinen. Abgesehen jetzt von diesem Kristall-Dings. Das kann eigentlich auch dabei bleiben. Das verkaufe ich definitiv. Rubinen könnte ich eigentlich auch noch behalten. Oder wie viele Rubinen habe ich? 25?
Was? Also das bleibt jetzt erstmal im Inventar. Die Bomben packe ich dahin, die nehme ich wie gesagt mit. Das ist jetzt das Kristalldings, ne? Habe ich da denn zwei von? Die kommen mit, das kommt mit. Und das kommt auch wieder mit, genau. So, die kann ich jetzt... Ach nee, die kann ich immer noch nicht reinpacken, genau. So, Ostwind, komm mal bitte mit. Wir reiten hier hin. Und dann habe ich davon jetzt die 24, davon die 30, um die hier einfach mal so total wild irgendwie zu verteilen. Oh, da habe ich einen vergessen. So, da nochmal ein bisschen und das kommt dann von mir aus hier so hin. So, und 30 waren jetzt doch ein bisschen viel. Hatte ich da unten gar nicht mehr so viel frei. Wie kam ich denn auf die Idee, dass ich hier so viel Zeug brauche? 14 habe ich jetzt noch übrig. 14 kann ich überhaupt nicht einpflanzen. Da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Moment, da noch, da noch. Und jetzt habe ich noch 7. Ach, wisst ihr was, die behalte ich dann mal. Die behalte ich dann für die nächsten Tage. Nee, 8 hätte ich sogar. Ich könnte noch ein komplettes Feld machen. Aber ganz ehrlich, so super wichtig ist das jetzt auch nicht, ne? Ob ich das heute mache, morgen mache, ist auch egal. Und ich wollte doch ein Schwein kaufen. Oh Mann, Leute, ich darf mir nicht immer so viel vornehmen. Wenn ich mir so viel vornehme, vergesse ich nämlich die Hälfte. Und das ist ehrlich gesagt richtig blöd. Ich weiß jetzt, was ich mache. Ich packe die gemischte Saat eben kurz ins, Gewächshaus. Da haben wir nämlich noch über dem rechten Sprinkler ein bisschen was frei. So, und zwar, ach Moment. Klug, sehr, sehr klug. Jetzt muss ich das doch wieder weghacken, genau. Und dann den Sprinkler wieder da hinsetzen. So. Und das kommt hier hin. Hier könnte ich jetzt Weizen machen, aber eigentlich möchte ich hier drin keinen Weizen haben. Deshalb lasse ich das erstmal. Oho, na, sieh mal an. Zweimal Trüffelöl. Jetzt habe ich keinen Trüffel dabei, ne? Aber egal. So, das stelle ich jetzt einfach mal hier so hin. Geht das nicht? Ach doch, funktioniert. So, und da kommt das hier rein. So, da machen wir dann nämlich immer wieder schöne Diamanten. Fürs Erste. Und können dann auch wieder für die Mani und so ein bisschen was rumbringen. Das ist schon ganz in Ordnung. So, Trüffelöl verkaufe ich und den Kram lagere ich jetzt einfach hier. Ach, kann ich gar nicht. Gut, dann nehme ich die mit. Amethyst kann ich ja mitnehmen. Und der restliche Kram ist auch okay. So, wir gehen schlafen. Es wird spät. Struppel schläft auch schon und hechelt wie wild. Und vielleicht sind wir aufgestiegen beim Kampf. Vermutlich nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Gut, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.